Und schon wieder bin ich mathematisch am Abdrehen, beziehungsweise habe ich mich mal wieder an ein Projekt gesetzt, wieder mal mit der Grafikkarte. Wie ihr es euch schon denken könnt, ja, die Voxel Engine habe ich jetzt mal stehen lassen. Aus folgendem Grund: dazu reicht mein mathematisches Wissen nicht ganz aus. Ja, beziehungsweise ich habe irgendwie keine Lust, mich da jetzt groß hinzuhängen. Stattdessen habe ich das hier gemacht, bei dem weiß ich schon größtenteils, wie es geht. Und da ich mit HLSL jetzt ja auch vertraut bin, kann ich... warum leckt es? Ach so, das ist wegen Fraps. Da ich ja mit HLSL jetzt vertraut bin, kann ich auch damit ja halbwegs schnell Programme schreiben. Das hier ist ja meine neueste Errungenschaft. Und zwar berechne ich mit meiner Grafikkarte ja Live Fraktale. Gut, an der Mandelbrotmenge kann man jetzt nicht so viel verändern, denn ja, die schaut halt eigentlich immer gleich aus. Und zwar so. Ich habe mir jetzt aber halt, man kann reinzoomen, ja, man kann auch die Iterationen nach oben drehen. Schaut halt alles gleich aus. Yeah, also Iterationen seht ihr zum Beispiel links oben. Was ich euch zeigen möchte, ist zum Beispiel, seht ihr das hier? Es pixelt sich. Jetzt fragt ihr euch, warum zum Teufel pixelt sich das? Einfache Antwort: die Grafikkarte rechnet mit Float-Zahlen. Das heißt, die sind ja nur zweifach genau. Float-Zahlen ja, haben, glaube ich, nur um die 5, 6 Nachkommastellen, wo sie halbwegs genau sind. Ja, und dann ist Ende. Dann springen sie eben nur noch vom einem zum nächsten Wert, und das sieht man eben hier an dem Pixeligen dann. Also das ist wirklich kein Bitmap, das ich hier anzeige oder so. Das ist wirklich live berechnet. Was ich jetzt an diesem Beispiel verdeutlichen werde, jetzt drehen wir mal die Iterationen wieder hoch auf 300 ungefähr. Ja, für jeden Pixel wird jetzt 300 mal eine Schleife durchlaufen und ja, der jeweilige Iterationswert dargestellt. Wo war ich? Ich bin wieder verwirrt, ich weiß schon. Genau, ich wollte euch zeigen, dass das live berechnet ist, und das mache ich hiermit. Ich kann nämlich jetzt hier noch immer, wenn ich auch nicht mehr im Mandelbrot bin, noch immer den ja, Wert der C-Variable, der Julia-Menge, auswählen. Wenn einem auch, wahrscheinlich sagt euch C-Variable überhaupt nichts. Ja, ungefähr hier sind sie noch sehr schön, die Julia-Mengen. Ja, gut, es hackelt jetzt ein bisschen, was allerdings daran liegt, dass jetzt eben der, ne, wie heißt das Ding hier, Cursor immer nur einen Pixel weiter springt und dazwischen halt ziemlich viele Werte liegen. Ja, also ihr seht, man kann mit einer Grafikkarte locker so ein Ding übelst schnell berechnen, wenn man sich anguckt, wie lang meine CPU, selbst mit 4 Kernen, schon dafür braucht, ein so ein Ding zu berechnen. Dann ist schon Hammer, ne? So, hier. Blub, blub. Ja, dann wird es halt wieder so. Meh. Ich kann hier jetzt wieder die Iteration. Ne, da müssen sie noch mal raufschrauben, damit das richtig zur Geltung kommt. Dann sieht man, dass sich das auch hier wieder strudelt. Ja, wir befinden uns jetzt gerade bei 750 Iterationen, so ungefähr. Und die Grafikkarte schafft das noch immer locker. Na, was heißt locker? Die strengt sich schon ganz schön an. Ab 1000 Iterationen merke ich dann, dass er langsam unter die 60 FPS-Grenze geht. Und ja, das habe ich jetzt in den letzten Tagen gemacht, auch ein bisschen rumgespielt, dass das mit dem Zoom schön langsam geht, beziehungsweise schön weich und nicht so hackelig. Eine kleine Anzeige eben. Und ja, ich wollte zwar ursprünglich einen HUD machen, wo man noch die Farbe von dem Ganzen einstellen kann, aber ich habe mir gedacht, irgendwie schaut es so monochrom doch auch ganz cool aus. Und ich wette, das lässt sich wunderbar komprimieren. Jetzt schalte ich wieder um. Ich kann ja mit der Leertaste hin und her schalten. Mit der Rücktaste kann ich die ursprüngliche Ansicht wiederherstellen. Ja, ich stelle mal hier die Iteration wieder hoch. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen rein. Yay. Yay, ey, da ist ja noch mal eine Mandelbrotmenge. Wahnsinn. Iteration hochdrehen. Meep. Und da ist noch mal eine, und schon sind wir wieder im pixeligen Bereich. Das ist schlecht.
Ich habe leider nicht die Möglichkeit, höhere bzw. genauere Datentypen im Pixel Shader zu verwenden. Ja, das ist alles in Pixel Shader geschrieben. Das heißt, ich render hier eigentlich zwei Polygone. Ja, nur dass dann halt der Pixel Shader am Ende alles von den Polygonen nicht mit einer Textur oder einer Farbe ausfüllt, sondern eben ja, weiß, wo jetzt, also welchen Pixel er jetzt gerade berechnet. Holt sich von dort dann die entsprechende komplexe Zahl beziehungsweise diesen Vektor, der Nullpunkt ist irgendwo hier, beziehungsweise ja, hier ist der Nullpunkt. Das kann man auch an der Zahl sehen, wenn ich wieder klicke. Genau, wenn nämlich diese Zahl für die Julia-Menge 0 ist, dann ist das fast ein Kreis. Wenn sie kaum einen komplexen Anteil hat, schaut das Ding ziemlich symmetrisch aus. Zwar so. Das ist eigentlich auch noch ganz cool, dass auch eine normale Zahl so einen Scheiß eigentlich da erzeugen kann. Auch ohne bestimmte Rechnungsarten. Wenn man eben hier nur den komplexen Teil verwendet, dann schaut das so aus. Rechts, also man soll übrigens, ja, wie man sehr schöne Muster hinkriegt. Hier, Klick. Nicht hier, nee, warte, hier war das. Ja, ungefähr hier ergeben sich dann meist sehr schöne Muster. Also am Rand der Mandelbrotmenge. Hier drin, nee, hier draußen, nee. Aber hier so am Rand irgendwo hat man meist. ja, schöne Muster. Wie, eigentlich nur hier. Hier schaut es immer ganz cool aus. Ich weiß nicht, hier vorne, nee. Das ist schon wieder zu weit weg, oder? Ja. Hier hinten. Ja, hier hinten kommen also rechts von der Mandelbrotmenge kommen dann solche Sachen raus. Schaut auch ganz nett aus. Wobei ich eben die auf der Seite hier irgendwie schöner finde. Ja, wie man das Ganze berechnet, werde ich sicher nochmal ein Tutorial machen. Oder, nee, besser gesagt, wenn jemand ein Tutorial will, soll einen Kommentar schreiben. Ha! Es ist relativ einfach, das Ganze zu berechnen. Ist natürlich in die Grafikkarte zu implementieren, ist ein bisschen schwerer, aber wenn man sich mit XNA und HLSL auskennt, dann ist das auch keine Hürde mehr. Ja. Damit habe ich mich. Wann habe ich angefangen? Donnerstag, glaube ich. Heute ist Samstag früh. Jetzt habe ich halt noch ein bisschen rumgedreht. Gestern habe ich mich eigentlich ja auch noch ein paar Stunden damit beschäftigt. Und tada, schaut schön aus. Blub. Übrigens, wenn man die Iteration natürlich sehr hoch dreht, dann man sieht, ja, ich weiß, das ist jetzt ist halt ein bisschen schnell mit dem Ding, aber man sieht dann hier, wie das nach innen geht, immer mit so Meep. Ui, ui. Okay, das war's eigentlich auch schon wieder. Ja, Let's Plays muss ich auch wieder aufnehmen, damit ich hier am Montag hochladen kann. Yep. Dann mal, ja, viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt macht. Tschüss.